Unsere Themen: Im Rausch, wie sich das Gehirn durch Alkohol verändert. Körperdaten, wie wir uns freiwillig überwachen lassen. Alarm durch Düfte, wie Pflanzen sich wehren können. Herzlich willkommen bei Nano. An sich ist es eine gute Nachricht. Wegen Alkoholvergiftungen kamen im vergangenen Jahr weniger Kinder und Jugendliche ins Krankenhaus. Trotzdem ist es erschreckend, wie viele ihr Leben durch Alkohol ruinieren. Es bleibt das Suchtproblem Nummer eins in Deutschland. So sieht es auch der neue Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der heute vorgestellt wurde. Weil Alkohol gerade für das junge Gehirn so gefährlich ist, der erhobene Zeigefinger aber häufig nichts bringt, versuchen junge Leute, sogenannte Peers, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wir sind von Alkohol kein Limit. Ja. Hast du mal von der Kampagne gehört? Freunde treffen, Spaß haben, chillen. Und Alkohol ist oft mit dabei. Charlene und Max sind für die Aktion Kenn dein Limit als Berater, als Peers im Einsatz. Also wenn ihr was trinkt, was trinkt ihr da? Also wie viel trinkt ihr? Wie viel trinkt ihr? Eine Flasche Wodka zu zweit. Trinkt ihr denn regelmäßig Alkohol? Ja, okay. Nur morgen. Gestern noch, bis auf Venezuelan gehen. Ja. Okay, was trinkt ihr da so? Hier, Wodka. Ich finde es halt immer wieder ein bisschen schockierend, wenn man hört, dass Leute ihr Limit kennen und dann einfach sagen, sie trinken sie Bier an einem Abend. Das ist halt. Und das auch noch nüchtern ernst meinen. Und einfach auch sich total wundern, wenn man ihnen erklärt, hey, das ist nicht mehr risikoarm, das ist absolut risikoreich. Jugendliche lieben das Risiko. Denn das Belohnungssystem ihres Gehirns schüttet verstärkt das Glückshormon Dopamin aus. Deswegen erleben sie leichter einen Kick, haben ein stärkeres Glückserlebnis als Erwachsene. Gefährlich wird dieser Kick, also die schnelle Belohnung mit Glück, wenn er erst im Rausch eintritt. In der Pubertät ist das Gehirn besonders lernfähig für neue Belohnungsreize. Und das macht diese Phase sinnvoll, weil wir uns ablösen von unserem Elternhaus und neue Freunde finden, neue Umgebungen attraktiv finden. Wir lernen in dieser Zeit, neue Partnerschaften zu finden. Das ist der Sinn dieser Anfälligkeit für neue Belohnungsreize. Die Gefahr ist nur, wenn man in dieser Zeit Drogen nimmt, die wirken auf dieses Belohnungssystem, dann entstehen ganz enge Bindungen zu diesen Drogen, zum Beispiel zu Alkohol oder zum Zigarettenrauchen, die später ganz schwer zu korrigieren sind. Eine Probandin in der Magnetresonanztomographie. Allein schon der Gedanke an Alkohol genügt, um bestimmte Regionen des Gehirns zu aktivieren. Menschen mit Alkoholerfahrung oder gar Abhängigkeit reagieren auf Bilder, die sie positiv mit Alkohol verbinden. Es sind die Gehirnregionen, die mit dem Belohnungssystem und Dopamin zu tun haben. Die Computerschnittbilder des Gehirns zeigen, dass Dopaminausschüttung im limbischen System stattfindet. Bis ins Alter von 25 Jahren verändert sich dieser Teil des Gehirns ständig. Normalerweise nimmt man eine Flasche Alkohol genauso attraktiv wahr wie eine Flasche Wasser oder ein Blumenstrauß oder ein paar Schuhe, das man sieht. Wenn man regelmäßig Alkohol getrunken hat, führt dieser Effekt dazu, dass man die Flasche Alkohol nicht nur attraktiver findet, sondern dass unser Gehirn ganz automatisch diesen Reiz bevorzugt herausarbeitet. Das heißt, wenn wir durch eine Straße gehen und wir sind alkoholgewöhnt oder haben öfters in Kneipen getrunken, dann sehen wir zuerst die Kneipe und nicht das Schuhgeschäft oder das Blumengeschäft. Die Alkoholmoleküle schädigen oder zerstören die Nervenzellen. Dadurch blockieren sie die normalen biochemischen Prozesse im Gehirn, ein exakt austariertes System. Wie viel Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird, ist genetisch festgelegt. Deswegen erleben manche Jugendliche erst bei hohem bis exzessivem Alkoholkonsum einen Belohnungseffekt. Das Gehirn verlangt immer mehr Alkohol für dasselbe Glücksgefühl. Alkohol führt zu einer Dopaminausschüttung in diesem dopaminergen Belohnungssystem und markiert damit die Situation, in der man getrunken hat, als attraktiv. Die Menschen, mit denen ich konsumiert habe, den Ort, an dem ich konsumiert habe, der wird aufgeladen mit Attraktivität, sodass wir beim nächsten Mal, wenn wir in so einer Situation sind, diesen Ort lieber aufsuchen oder lieber mit diesen Menschen zusammen sind. Genau diese Lieblingsorte der Jugendlichen aufzusuchen, ist der Job der Peers. Alkohol, das wissen Sie, ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Ein Genussmittel, das für viele zur Freizeit dazugehört. Wir wollen keinen Alkohol verteufeln. Uns ist es ganz wichtig, dass ein Gespräch auf Augenhöhe ist. Wir möchten aufklären, Wissen vermitteln und ja, da setzen wir an. Und das machen wir auf eine spielerische Art und Weise mit unserem Flaschendrehquiz. Ja, wir haben da so ein kleines Spiel für euch mitgebracht. Das ist unser Alkohol-Flaschendrehspiel. Du darfst da mal kurz drehen. Was hat mehr Alkohol? Deshalb habe ich Ihnen halt eine Broschüre mitgegeben. Also 0,5 Liter. Das ist Bier 0,5 mehr auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, Alkohol schädigt alle Nervenzellen.
bestimmte Regionen sind aber stärker betroffen als andere. Wir wissen zum Beispiel, das Kleinhirn ist betroffen, aber auch der präfrontale Kortex. Da finden sogenannte exekutive Funktionen statt, also Impulskontrolle, Entscheidungsfindung ist ganz wichtig in dieser Region, Arbeitsgedächtnis. Und eine Schädigung dort beeinträchtigt natürlich auch den weiteren Umgang mit Alkohol. Gerade die Impulskontrolle ist sehr wichtig. In Situationen, in denen man sich zum Beispiel vornimmt, nicht zu trinken, braucht es ein funktionierendes Frontalhirn, um diese Impulse unter Kontrolle zu halten. Also es ist wirklich so, Bier, ein großes Bier, mehr Kalorien als eine Pommes. Ich weiß nicht, trainiert ihr, macht ihr Sport? Ja, klar. Genau. Und dann aber wir achten gar nicht auf Ernährung. Wir wandern viel, tun Bergsteigen, so das übliche Matratzensport. Es geht jetzt erstmal um einen Quiz zum Thema Alkohol. Es ist nicht immer leicht, aber selbst die härtesten Jungs lassen sich mit den richtigen Themen knacken. Was hat mehr Kalorien, ein Bier oder ein Pommes? Na, was glaubt ihr? Eine Pommes. Eine Portion Pommes hat mehr Kalorien. Als ein großes Bier? Eine als ein Bier. Was denkst du? Auch. Dann klick mal an. Das war nicht das Falsche, aber das war das Richtige. Also man weiß gar nicht, wie erstaunt die Leute sind, wenn man ihnen wirklich einfach Informationen liefert. Und dann sieht man dieses Blinzeln, das ist uns auch schon öfter aufgefallen nach dem Gespräch, wo man dann merkt, die haben es gerade geschluckt. Die haben gerade echt verstanden, was es gerade geht und das ist ihre Gesundheit. Und ja, man hat halt einfach nur ein Leben. Und Präventionsprogramme wie diese sind wichtig, denn laut Drogen- und Suchtbericht sterben in Deutschland pro Jahr schätzungsweise 74.000 Menschen an den direkten und indirekten Folgen ihres Alkoholkonsums. Und der Übergang vom Genuss zum Suchtmittel ist fließend. Man merkt es nicht, wie man immer mehr in die Abhängigkeit gerät. Sich dann aus der Suchtfalle zu befreien, das schaffen viele nicht. Suchtforscher wollen deshalb auf Zellebene sichtbar machen, wie Alkohol das Gehirn schädigt, um einen Ansatz zu finden, wie man die geschädigten Zellen wieder reparieren kann. Heinz Fritz ist seit 6 Monaten trocken. Davor hat der Unternehmer regelmäßig etwa 2 Jahre lang täglich größere Mengen Alkohol getrunken. Normalerweise abends einen halben Liter Wein bis ein Dreiviertel Liter Wein war so das Normale. Dann kam aber die Geschichte nach meiner gesundheitlichen Probleme mit Bandscheibenvorfall und Thrombose, dass ich meinen Sport nicht mehr machen konnte. Da war mein Tagesrhythmus plötzlich ganz anders. Und dann habe ich jährlich am Laufe des Tages die gleiche Alkoholmenge dann auch in Form von Spirituosen noch mal zu mir genommen. Und das war dann einfach zu viel. Dann haben sich also extrem dann die Werte auch dann verändert. Anfangs verdrängte er das Problem. Doch irgendwann kam der Punkt, als es nicht mehr ging. Sein Verhalten veränderte sich. Ein Zeichen auch für Veränderungen im Gehirn. Ich habe für viele Sachen, die mir früher ganz leicht gefallen sind, einfach länger gebraucht. Er begann eine Therapie, die bis heute erfolgreich ist. Regelmäßig kommt Heinz Fritz zur Kontrolle ins Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Der Suchttherapeut Dr. Wolfgang Sommer ist auch Forscher. Ihn interessiert die Frage, wie es zu solchen Verhaltensänderungen im Gehirn kommt. Der Bereich, in dem die Veränderungen stattfinden, liegt im sogenannten präfrontalen Kortex, dem Stirnhirn. Dieser Bereich ist für Planung und Strategie zuständig und hier liegen bei Alkoholikern die Defizite. Eines der Defizite lässt sich zum Beispiel mit einem einfachen Kartensortiertest nachweisen. Heinz Fritz soll eine neue Karte nach Farbe, Form oder Anzahl zuordnen. Nach kurzer Zeit hat man die Regeln gelernt und sortiert sicher die Karten auf das richtige Feld. Doch unerwartet ändert sich die Sortierregel und das Ergebnis wird falsch. Die Wissenschaftler interessiert, wie der Proband jetzt reagiert. Ändere ich jetzt meine Strategie, um eine Lösung herbeizuführen, oder versuche ich es nochmal? Und wenn ich beim zweiten Versuch wieder eine negative Rückmeldung bekomme, versuche ich es dann nochmal? Akute Alkoholiker brauchen deutlich länger, um ihre Strategie zu ändern. Bei Heinz Fritz hat sich nach einem halben Jahr das Gehirn schon wieder erholt. Man sieht, dass ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Ja, ich hoffe, es geht weiter so und wir sehen uns in einem Vierteljahr wieder. Wie Alkohol konkret das Gehirn verändert, konnten Wolfgang Sommer und sein Team erstmals im Tierversuch sichtbar machen.
Dies sind Nervenzellen einer gesunden Ratte in 600-facher Vergrößerung. Spezielle Signalneuronen, die hellgelben Punkte hier, werden aktiv, wenn sich für die Ratte die Futtersuche nicht mehr lohnt und abgebrochen werden sollte. Bei alkoholkranken Ratten sind deutlich weniger dieser Neuronen vorhanden. Die Tiere suchten erfolglos weiter. Auch die biochemische Ursache dafür haben die Forscher gefunden. Sie konnten nachweisen, dass an den Nervenenden die Signalübertragung durch den Botenstoff Glutamat gestört ist. Er wird nicht richtig abgebaut und sammelt sich an. Dieses Glutamat-Überangebot führt zu Umbauprozessen im Gehirn, die, wie wir kürzlich in experimentellen Studien gezeigt haben, auch sehr langfristig sein können. Erst nach Monaten der Abstinenz sind die Störungen bei Ratte und Mensch wieder repariert. Trotzdem bleibt die Gefahr eines Rückfalls extrem hoch. Es ist auch durchaus nicht ungewöhnlich, dass Patienten nach 20 Jahren wieder einen Rückfall bekommen und in sehr kurzer Zeit wieder in ihr früheres Suchtkonsumptionsmuster zurückverfallen. Einmal süchtig, immer süchtig. Aber warum ist Sucht so tief im Gehirn verwurzelt? Wenn man in geselliger Runde Spaß hat, wird oft getrunken. Dabei ist Alkohol nicht unbedingt die Ursache für den Spaß. Doch durch das zeitgleiche Vorkommen lernt unser Gehirn sehr schnell einen Zusammenhang herzustellen. Es bilden sich entsprechende Leitungsbahnen. Vergleichbar mit dem Schienennetz. Je öfter die Gleise benutzt werden, desto besser werden sie ausgebaut. Neue neuronale Verbindungen entstehen. Einmal gebildete Verknüpfungen im Langzeitgedächtnis bleiben bestehen. Gelernt ist gelernt. Damit die falschen Gleise nicht mehr befahren werden, kann man sie außer Betrieb nehmen. Das Gelernte kann verblassen, aber es lässt sich immer wieder aktivieren. Deshalb ist es so schwer, trocken zu bleiben. Das Gläschen zum Genuss, eine Gefahr. Das habe ich mir abgeschminkt. Also ich bin sicher, also wenn ich also da wirklich in Zukunft gut weiterleben kann, werde ich nie mehr Alkohol trinken können. Heinz Fritz ist klar geworden, jeder Tropfen wäre zu viel. Das ist sein Preis für die Sucht. Einen ganz anderen Preis zahlen womöglich all jene Menschen, die zum Beispiel beim Joggen ihre Schrittlänge, ihren Blutdruck und andere Werte messen. Das geht ja heute ganz simpel mit diversen Apps auf dem Handy, mit speziellen Fitness-Armbändern oder Uhren, den Smartwatches. Live-Logging nennt sich das. Vor möglichen Folgen dieser Selbstüberwachung hat heute der Deutsche Ethikrat auf seiner Jahrestagung gewarnt. Denn die Befürchtung ist, dass die Nutzer ihre eigene Freiheit und Selbstbestimmung zunehmend und unbemerkt einschränken. Sie wollen wissen, wen wir kennen, unsere Gespräche hören, unsere E-Mails lesen. Sie wollen wissen, was wir kaufen und was wir denken und was wir morgen denken werden. Und nun wollen sie auch noch unsere Körperdaten. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Furtwangen beobachtet der Soziologieprofessor Stefan Selke schon seit einiger Zeit die Live-Logging oder auch die Quantified-Self-Bewegung. Ich stelle mir als Soziologe die Frage, ob das zu sozialen Schieflagen führt. Und da denke ich mir, besteht die Gefahr, dass damit soziale Sortierungen gemacht werden. Das heißt, diejenigen, die die falschen Daten liefern, werden früher oder später bestraft. Das sind die digitalen Versager. Und diejenigen, die die richtigen Daten liefern, die werden belohnt. Diese Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung steht für die Vision einer optimierten Gesellschaft durch Selbst- und letztendlich Fremdkontrolle. Zum Beispiel durch Versicherungen, Arbeitgeber oder Behörden. Dass Menschen das freiwillig tun, nennt der Soziologe Selke Selbstverzweckung mit dem Ziel, sich für den Markt zu präsentieren. Dazu kommt der finanzielle Anreiz, sich kontrollieren zu lassen. So führen bereits Versicherungen ermäßigte Tarife ein, wenn Versicherte ihren Lebensstil per Smartphone-App überwachen lassen. Ganz ähnlich wie Autoversicherungen, die Telematik-Tarife anbieten, die sich nach dem aufgezeichneten Fahrverhalten des Versicherten errechnen. Es ist auf jeden Fall ein
Trend, dass man Daten ökonomisiert, dass man Lebensdaten ökonomisiert. Das heißt, und das ist eigentlich auch gleich die Kernaussage, diese Daten sind nicht nur beschreibend, sondern in den Daten sind Erwartungen enthalten. Und mit diesen Erwartungen kann man Geschäfte machen. Nämlich die Erwartung zum Beispiel, dass sich Mitarbeiter so und so verhalten. Bei Amazon werden Mitarbeiter bereits mit Bewegungssensoren ausgerüstet, um die Effizienz ihrer Arbeit zu kontrollieren. Müssen sich Arbeitnehmer irgendwann für eine gesunkene Punktzahl im Health Score gegenüber ihrem Arbeitgeber rechtfertigen? Besteht die Gefahr, dass eine Selbstauskunft über Körperdaten in Zukunft Standard werden könnte, so wie eine Schufa-Auskunft bei der Wohnungssuche? Da muss es, glaube ich, noch einen Schritt weiter denken, nämlich, dass wir auf dem Weg sind, eine Gesellschaft, die Transparenz belohnt. Und dass diejenigen, die sich nicht transparent machen, und das ist nicht nur der Health Score, das sind auch andere Dinge, das ist dann eben die Schufa-Auskunft oder das sind irgendwelche Leistungskurven, dass die sich verdächtig machen. Doch mit den Körperdaten nicht genug. Die Extrem-Life-Logger versuchen, jedes Detail ihres Tagesablaufs zu dokumentieren. Ausgerüstet mit Kameras, die alle 30 Sekunden ein Foto schießen, permanenter GPS-Standortdokumentation bis hin eben zu ihren Körperdaten. Das kommt dann alles in die Cloud. Wenn wir die Idee der Kontrolle von oben, Big Brother's watching you, Surveillance, umdrehen, dann kommen wir zu einem Phänomen, dass die Menschen, die das befürworten und betreiben, Surveillance nennen, also die Unterwachung, die Wachsamkeit von unten. Und da gibt es weltweit einige Protagonisten dieser Bewegung, die ganz bewusst ihre kompletten Lebensdaten ins Netz stellen, Transparenz machen. Prominentes Beispiel ist das Projekt des US-amerikanischen Kunstprofessors Hassan Elahi. Nachdem er von Sicherheitskräften mit einem Terroristen verwechselt wurde und wochenlang in Haft zubrachte, stellt Elahi seine gesamten Daten und Aufenthaltsorte auf seine Homepage. In Echtzeit und freiwillig. Wir wollen Elahi per Videoanruf fragen, alles nur ein Kunstprojekt oder wirklich eine Art präventives Alibi? Als ich mit dem Projekt anfing, war ein Kunstprojekt das Letzte, was ich im Sinn hatte. Es war eher ein pragmatischer Weg, das FBI wissen zu lassen, was ich tat und wo ich hinging, denn ich wollte sowas nicht nochmal durchmachen. Aber irgendwann über die Jahre hat es sich in ein Kunstprojekt verwandelt. Und nun kommt sein ganzes tägliches Leben frei zugänglich ins Netz. Ist Ziel dieser Entwicklung solche freiwillige totale Transparenz? Und alle anderen sind verdächtig? Und interessiert es die Behörden, was es auf Elahis Homepage zu sehen gibt? Das FBI, die CIA, die NSA, die Homeland Security, das US-Präsidialamt, alle diese Organisationen schauen regelmäßig vorbei. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mögen sie einfach bloß Kunst. Oder sie sehen dort ihre Vision von Zukunft. Live-Logging als Bürgerpflicht und Privatsphäre als Sicherheitsrisiko. Was für eine absurde Vision. Totalüberwachung durch Krankenkassen, Versicherungen oder Behörden. Und wer sich nicht transparent verhält, rückt ins Visier der Ermittler. Deshalb diskutiert der Ethikrat auf seiner heutigen Jahrestagung auch die Frage, wie der Gesetzgeber zu einem wirkungsvollen Schutz von Gesundheitsdaten beitragen kann. Wenn Pflanzen von Schädlingen angegriffen werden, dann haben sie ein Handicap. Sie können nicht weglaufen. Deshalb haben sie eine eigene Strategie entwickelt, um sich gegen gefräßige Läuse, Käfer oder Raupen zu wehren. Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Maispflanzen zum Beispiel ihre Feinde vertreiben, indem sie bestimmte Düfte aussenden. Dies ist eine Maispflanze. Und dies war auch mal eine Maispflanze. Doch was hat sie, was sie nicht hat? Man weiß, dass Maispflanzen unzählige Düfte aussenden, wenn sie von Schädlingen befallen werden. Matthias Erb von der Uni Bern will herausfinden, ob es ein konkreter Duftstoff ist, der die Maispflanze resistent macht. Also was man jetzt das als erstes versuchen wir, den Duftstoff dieser Pflanze zu messen. Eigentlich probieren wir festzustellen, was für einen Duftstoff die Pflanze überhaupt aussendet und ob es vielleicht Unterschiede im Duftprofil zwischen den sehr schädlingsanfälligen und den resistenten Pflanzen gibt. Für das Experiment benötigt der Biologe Raupenspucke.
Zu der kommt er, indem er eine Raupe sanft kitzelt. Das Tier spuckt, wenn es sich verteidigt. Im Labor werden die Maispflanzen vorbereitet für die Duftstoffmessung. Eine der Pflanzen ist eine schädlingsresistente, die andere eine anfällige Maissorte. Um die Pflanze dazu zu bringen, Warnsignale auszusenden, gaukeln wir ihr vor, dass sie von einem Schädling angegriffen wird. Dazu verwunden wir sie und schmieren ihr danach Insektenspucke auf die Wunde. Und in dieser Spucke gibt es gewisse Substanzen, die die Pflanze erkennt. Dadurch weiß sie, jetzt ist ein Schädling da und der frisst an mir. Indem wir die Spucke künstlich applizieren, bringen wir sie dazu, ihr Abwehrsystem zu aktivieren. Der Forscher steckt die beiden verletzten Maispflanzen je in eine luftdichte Glasglocke. Darin steckt ein empfindlicher Spezialfilter, der die Duftstoffe auffängt, die darin vorkommen. Das ist jetzt unsere Duftstoffsammelanlage. Hier reinigen wir die Luft aus der Umwelt, indem wir sie durch verschiedene Filter schicken. Diese Luft wird nachher über die Pflanzen geblasen, wo sie sich mit den Duftstoffen der Pflanze vermischt. Das ganze Gemisch wird nachher hier in diesem Filter aufgefangen. Und wir wissen nachher, alles, was in diesem Filter ist, kommt tatsächlich von der Pflanze und nicht aus der Umwelt. Was unterscheidet die beiden Maispflanzen voneinander? Liegt der Unterschied tatsächlich im Duft? Die Lösung findet sich je in einem solchen Filter. Darin stecken nun die Düfte, die die Pflanze ausgesendet hat. Mit einem speziellen Lösungsmittel lassen sie sich extrahieren. In diesem Flakon steckt nun der Hilferuf einer angegriffenen Maispflanze. In konzentrierter, flüssiger Form. Das Massenspektrometer kann die Filter lesen und entschlüsselt, welche Düfte sich im Hilferuf einer befallenen Maispflanze befinden. Jeder einzelne Duft wird als Peak dargestellt. Schlussendlich sind es mehr als 30. Ein Duftstoff jedoch sticht besonders heraus: das Indol. Diesen Duft sondert nur die resistente Pflanze ab. Beim Vergleich von Pflanzen, die sehr anfällig oder sehr resistent gegen Schädlinge sind, haben wir gesehen, dass die resistenten Pflanzen das Indol produzieren und die anfälligen nicht. Man kann das hier zeigen. Das ist der Vergleich zweier Duftprofile. Von einer sehr anfälligen und von einer resistenten Pflanze. Hier kommt dieser eine Peak ganz klar raus. Der Stoff wird nur von der resistenten Pflanze gemacht. Anfällige Pflanzen produzieren kein Indol, wenn sie angeknabbert werden. Im Gegensatz zu resistenten. So die Erkenntnis. Sendet eine Maispflanze Indol aus, vergeht der Raupe die Lust aufs Fressen. Indol macht das Blatt bitter. Solche Duftstoffe stoßen in der Regel nicht nur Schädlinge ab. Sie ziehen gleichzeitig Nützlinge an. Ein Beispiel: die Schlupfwespe. Die Wespe braucht die Raupe als Wirt, um zu überleben. Deshalb sticht sie zu und legt ihre Eier im Körper der Raupe ab. Die Raupe stirbt bald. Gehört auch Indol zu den Düften, die Schlupfwespen anziehen? Das will der Biologe als nächstes herausfinden. Diese Anlage soll ihm dabei helfen. Zuunterst sind Flaschen, die Düfte abgeben. Rechts hinten befindet sich die Maispflanze, die Indol aussendet, links vorne die Pflanze ohne Indol. Durch Schläuche strömen diese Düfte via Mittelstation hoch bis in die birnenförmigen Gläser. In diese Mittelstation kommen nun die Schlupfwespen. Ihr Weg führt nur nach oben. Wählen Sie das Glas mit dem Indol-Duft? Das Resultat ist eindeutig. Indol zieht die Wespen an und vertreibt gleichzeitig die Schädlinge. Für uns war schon eine Überraschung, dass eine einzige Substanz ein solch potentes Warnsignal ist. Für uns ist es fast so, als hätten wir ein sehr wichtiges Wort im Vokabular, das die Pflanze produziert, verstanden. Nämlich das Wort für Achtung oder Gefahr. Indol ist nicht nur ein Duft. Es ist sozusagen das Vitamin C der Maispflanze, haben die Forscher herausgefunden.
Indol aktiviert das Abwehrsystem der Pflanze, zieht Helfe an und vertreibt die Feinde. Auch für den Garten gibt es Tricks, wie man seine Pflanzen schützen kann. Bei meinen Rosen habe ich einfach ein paar Knoblauchzehen in die Erde gesteckt. Der Knoblauchgeruch vertreibt nämlich die lästigen Blattläuse. Wussten Sie eigentlich, wie groß die mächtigsten Pflanzen sind, die auf unserer Erde wachsen? Das sind die Mammutbäume. Und der gigantischste von ihnen wächst in Kalifornien. Mit 84 Metern Höhe und 31 Metern Umfang kommt eine Menge Holz zusammen. Und unser Zuschauer Christoph Held wollte daher mal wissen, wo denn dieses viele Material herkommt, aus dem ein Baum besteht. Hier kommt die Antwort in unserem Aha. Charlotte ist gerade im Wald joggen. Ist das anstrengend. Zeit für eine Verschnaufpause. Mensch, ist das ein Baum. Ganz schön hoch und breit, denkt sie. Woher nimmt der Baum bloß das ganze Material für so viel Holz, ohne dass unter ihm ein Loch entsteht? Genau wie wir Menschen benötigt auch der Baum Nahrung, um wachsen zu können. Auf seinem Speiseplan steht hauptsächlich Zucker. Alles, was er dafür braucht, ist Chlorophyll, Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht. Aus dem Boden nimmt der Baum nur das Wasser, der Rest kommt aus der Luft. Die Zuckerproduktion, also die Photosynthese, findet in den Blättern statt. Hier sitzt auch der grüne Farbstoff, das Chlorophyll. In der Oberfläche der Blätter befinden sich kleine Münder, griechisch Stomata. Über diese Münder nimmt der Baum Kohlendioxid auf, zum Beispiel aus Autoabgasen. Scheint nun die Sonne, entsteht aus Kohlendioxid und dem Wasser aus den Blättern Zucker und Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt das Blatt über Spaltöffnungen wieder an seine Umgebung ab. Die Blätter atmen also wie wir Menschen, nur umgekehrt. Der frisch produzierte Zucker hingegen bleibt im Blatt und gibt ein Wassermolekül ab. Auf diese Weise wird aus dem Einfachzucker Stärke. Diese vervielfacht sich und bildet so Zellulose. Die Zellulose verteilt sich nun über den Bast in alle Teile des Baumes. Zum Beispiel in das Kambium, die Materialfabrik des Baumes. Hier findet die Zellteilung statt. Die Zellulose bildet dabei das Gerüst für die neuen Zellen. Der Baum wächst in die Breite. Apropos in die Breite wachsen, weiter geht's, Charlotte. Und so viel von uns für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.